Also das ist jetzt der dritte Teil zur Antwort auf dieses Video Weltuntergang 21.12. nach Maya-Kalender angekündigt. Was so nicht stimmt, was nicht richtig ist, ich habe zwei Videos dazu gemacht. Im letzten Video, im zweiten Teil, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass es drei verschiedene Kulturen gegeben hat, die Ägypter, die Mayas und die Bewohner der Tempelbauten von Angkor Wat. Mir kommt jetzt diese Kultur nicht in den Sinn namentlich, aber egal, dass diese drei Kulturen unabhängig voneinander, zeitlich auch unabhängig voneinander, alle mit ihren Tempelbauten auf eine Sternenkonstellation bzw. auf eine Sternenlage hingedeutet haben, so wie sie nur alle 10.500 Jahre zustande kommt. Und für dieses Datum, was die Mayas als 21.12.2012 erkannt haben nach ihrem Long-Count-Kalender, stehen demnach große und einschneidende Veränderungen an, Umwälzungen. Ich habe natürlich, seitdem ich von diesem Thema gehört habe, alle möglichen Quellen dazu versucht zu durchforschen, was ich darüber Seriöses finden kann, was unseriös ist und was man denn jetzt wirklich annehmen kann, ob es jetzt Sinn macht, sich vorzubereiten auf irgendwelche Katastrophen oder sonst irgendetwas. Es gibt beispielsweise in Indien geistige Lehrer, die hochgeachtet werden weltweit. Nicht jeder kennt sie, aber es sind sehr weise Menschen, die sich auch zu diesem Thema geäußert haben. Und da gibt es einen beispielsweise, dem Nachfolger von Babaji, Muni Raj, der ganz klar sagt, es liegt in der Natur der Dinge, dass sich die Dinge verändern. Jedoch ist es so, dass wir alle mitbekommen, dass momentan sich die Dinge nicht gerade zum Besseren verändern. Und dieser Trend wird wohl so auch noch weiter anhalten. Das heißt, things will get worse. Das ist das, was er wörtlich gesagt hat. Es wird also richtig schlimm werden, was die Umweltbedingungen anbetrifft. Und wenn wir uns irgendwann einer Weltregierung ausgesetzt sehen, die faschistisch ist, dann hätte er damit auch recht. Das heißt also, ich glaube weniger daran, dass am 21.12. eine Art Synchronisationsstrahl aus dem Zentrum der Galaxis uns erfasst und wir da in Mitleidenschaft gezogen werden oder dass das schwarze Loch unsere Sonne verschluckt oder dass ein Planet X auftauchen wird, der schon lange hätte sichtbar sein müssen, der mit Außerirdischen besetzt ist und all diesen ganzen Kram. Ich kann natürlich nicht definitiv behaupten, dass es nicht stimmt. Ich bin ja kein Hellseher, ich bin auch nicht der liebe Gott. Aber wenn man jetzt mal wirklich nach gesundem Menschenverstand geht und nach seiner normalen Lebenserfahrung, dann kann ich hier in meinem etwas jungen Leben noch zumindest auf eine Erfahrung zurückschauen, wo schon mal die ganze Welt darauf gewartet hat, dass jetzt Bumm macht und da hat gar nichts Bumm gemacht. Ne? Und dann standen sie alle nachher blöd da und haben lange Gesichter gezogen. Ne? Ich glaube, das war einmal 96 und ich persönlich habe es nochmal 98 erwartet, weil ich hatte dann nochmal so meine eigene Theorie zu Nostradamus Versen. Ja? Und ich fuhr da durch Frankreich und dachte mir, oh, was ein schönes Land und wie schade, dass alles vernichtet wird und so. Ne? Und dann passierte dann gar nichts. Ne? Oh. Also, es ist in der Tat so, dass auch ein Wissenschaftler wie Terence McKenna mit seinem Programm, diesem Time Wave Zero, welches sich jeder herunterladen kann, welches auch in Wikipedia vorgestellt wird, ein hochinteressantes Programm. Er sagt, dass an diesem Tag, dass zu diesem Datum die Bewusstseinsintensität, die Bewusstseinsaktivität auf diesem Planeten, ja, von Novelty weg, also von Erneuerung und vom kreativen, schöpferischen weg, wird dieser Pegel abfallen und zwar in den Minusbereich. Immer dann, wenn der Pegel ganz weit unten war, hat es einschneidende und ja, unangenehme Veränderungen gegeben für uns alle. Was da jetzt genau an diesem Tag an Ereignissen eintreten kann, das weiß ich nicht, aber eins weiß ich, dass wenn tatsächlich die halbe Welt erwartet, dass am 21.12.2012 etwas passiert, dass wenn es da tatsächlich so viele Prophezeiungen gibt, dass da was passieren wird, dann weiß ich eins mit Sicherheit.
Die Politik wird hingehen und wird sich dieses Datum zunutze machen. Man könnte uns beispielsweise glauben lassen, wir werden von Außerirdischen angegriffen, um uns danach die eine Weltregierung zu verkaufen, damit wir dann freiwillig unser Todesurteil unterschreiben und sagen, alles klar, in Anbetracht der Lage, dass wir von Außerirdischen angegriffen werden, müssen wir uns ja verteidigen, als eine Einheit. Leuchtet ein, also machen wir das, ne? Machen wir mal die eine Weltregierung und dann haben wir sie und dann kriegen wir sie dann auch nicht mehr weg. Das wäre zum Beispiel so etwas. Wenn wir uns den Grafen von Terence McKenna angucken, die Male davor, wo der Graf immer nach unten abgefallen ist, die Machtergreifung Hitlers war auch zu sehen. Ja? Also, ich will damit sagen, die Dinge werden sich verändern, das liegt in der Natur der Dinge selbst. Fraglich ist es, ob jetzt wirklich an einem Tag, zu einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit der Big Bang erfolgt. Das wohl eher nicht, das wohl eher weniger. Und ich denke, es braucht eigentlich auch keinen Maya-Kalender und auch keinen Long-Count, um festzustellen, dass die Dinge sich hier auf dem Planeten nicht zum Besten entwickeln. Dass wir alleine schon vom Waffenpotenzial, was wir hier auf dem Planeten haben, uns, ich weiß nicht, x-mal in die Luft komplett jagen können. Es steht alles immer irgendwie so auf Messerschneide. Ja, es werden momentan so viele Kriege geführt wie noch nie zuvor hier auf dieser Erde. Also gesehen aus den Augen der Leute, die sich in den Kriegsgebieten befinden und dort leben müssen, kann man schon von Hölle und von Endzeit sprechen und von Apokalypse, denn was ist es denn? Ne? Stellen wir uns mal den Irak vor, das ist eine irakische Familie und die sitzen dann da abends zusammen, essen, trinken, friedlich und auf einmal macht's Bang und dann knallen da 15 GIs rein, die vorher, was weiß ich, irgendwo in LA wahrscheinlich noch am besten zu einer Straßengang gehört haben. Und machen dann eben so ein Home Raid, ne, oder wie sich das nennt, und filzen alles, traumatisieren die Kinder, traumatisieren die Familie. Ja, für diese Leute ist Hölle. Ne? Das ist deswegen, also ich glaube persönlich nicht, dass am 21.12. der jüngste Tag ist. Ich glaube auch nicht, dass Jesus durch die Wolken geritten kommt mit seinen apokalyptischen Reitern. Ich denke vielmehr, dass wir momentan einen Trend, eine Entwicklung sehen können in der Welt, dafür brauchen wir nur unsere Augen aufzumachen und dass dieser Trend mit Sicherheit nicht zu einem positiven Ergebnis führt. Und eins ist auch klar, wenn wir weiterhin unseren Politikern zu viel Vertrauen geben, so wie wir es bis jetzt tun, wenn wir weiterhin denken, wir würden nicht verarscht werden und wenn wir es ihnen weiterhin so leicht möglich machen, Dinge zu tun, welche in ihrem Interessensfeld reinpassen und nicht in unserem, dann in der Tat weiß ich auch nicht. Also ich denke, dann wird alles immer schlechter werden. Ich habe zumindest hier in Deutschland in den letzten 20 Jahren eine ganz eindeutige Veränderung zum Negativen hin festgestellt und das ist ein Trend. Ja? Erscheinungen, so wie ich sie heute auf der Straße sehe, gab es damals hier nicht. Ich kannte zum Beispiel früher in den 80ern keine Rentner, welche Flaschen sammelnd auf der Straße ihre Rente aufbessern mussten, damit sie über den Monat kommen. Diese Erscheinung gab es nicht. Das ist ein klares Symptom. Es gibt auch noch andere Randerscheinungen hier in dieser Gesellschaft, wie dass zum Beispiel an jeder Straßenecke jemand steht, der dich nach Geld fragt. Und die Leute brauchen es auch, sonst würden sie nicht fragen. Ja. Was soll ich dazu noch groß sagen? Also, warum so weit in die Ferne schauen, wenn man auch direkt von der eigenen Haustür anfangen kann, die Probleme zu beseitigen? Weil ich denke, das ist es, was man eigentlich tun sollte. Und ja, was ansonsten die Herrschaften vor, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren gedacht haben und gesagt haben und in ihren Kalender eingeritzt und angekreuzt haben, na mein Gott, lass sie doch. Ja, wir bestimmen die Gegenwart, wir sind das Jetzt. Und an uns und an unseren Taten können wir uns später messen lassen. Das ist es. Deswegen erwartet nichts von außen her, wenn es nicht von innen her schon gekommen ist. Wenn es von innen her schon da ist, wird es sich auch irgendwann außen manifestieren. Das heißt, ja, brauche es nicht nochmal zu wiederholen. Ich gucke jetzt mal, ob das Video okay ist zum Hochladen. Bin etwas vom Thema wieder abgekommen. Das passiert mir aber meistens leider sehr häufig, weil ich einfach frei rede und. Ja, dann passiert's.